Der Verrückte macht noch ein Schläfchen, dann würde ich mal sagen, kümmern wir uns um den anderen Nervenbolt, um den Oma. Um die Oma. Und damit immer noch leer. Hallo allerseits und willkommen zurück bei Dying Light. Mal gucken, ob er überlebt. Gut. Jetzt fehlt nur noch meine Angelausrüstung. Zuerst brauche ich meine Angelrolle. Es ist eine Tobunga Mark 12 Super Leichtlauf. Rate, was ich dafür bezahlt habe. Falsch. $275. Listenpreis 649. Sie war gebraucht, aber immer noch ein Schnäppchen. Immerhin quatscht er nicht so lange wie der Faruk. Wobei er sucht dann ziemlich lange nach seiner Angelrolle. Auch gutes Bild. Ich habe schon Fische gefunden, die weit klüger waren als ihr. Bei so wenigen einfachen Zombies rennt das blieben Poller. Oma greift an, das klingt so gut. Kann ich ja mal hier die einfache Waffe benutzen. Na. Hoch. Stirb. Hey. Knack. Das Monster. Oma greift an. Ja, das Hackmesser hat es auch bald hinter sich, dann kommt das Kukuri-Messer wieder rüber und überwiegend wird die Machete benutzt. Ich sollte halt vielleicht auch mal meine Spielweise dann anpassen mit... Okay, er sucht da, dann suche ich hier. Wenn die Waffe so kurz ist, dann eher kurz fuchteln, auf Abstand gehen zum Beispiel. Hier war jemand. Vor ein paar Monaten versetzen. Aber dank der Epidemie und dem darauffolgenden Zusammenbruch der Gesellschaft kann ich sie mir zurückholen, ohne dafür das gar nichts zu bezahlen. Drin. Was für ein Glück, nicht? Beeil dich, Oma. Okay, als nächstes meine Angelrute. Angelst du auch? Nein. Solltest du aber, ist gut für die Seele. Und man kann die Fische essen. Meine Rute ist eine Seabeam Flex Master 2 aus Kohlefaser. Du hast nicht gefragt, aber ich weiß, dass du es wissen willst. Ich habe sie meinem Freund Rashan verkauft, aber ich glaube, er ist mittlerweile ein Monster und braucht sie wohl nicht mehr. Sieht aus, als käme dir die Epidemie zu Pass, Oma. Ich bin Pragmatiker, wie der Fisch im Meer. Nichts ist nur schlecht. Außer Moskitos. Ey! Da steht, dass Hans 3 als Film. Keine Ahnung, wie gut er ist. Was? Auf einmal gibt er richtig Kette. Hans 3. Wie kommen die gerade auf Hans? Das ist noch Polen. Beides nahe Deutschland. Oder gibt es Hans auch in Polen? Da waren noch englische Titel dabei. So ist es nicht. So einen habe ich schon mal gesehen. Ach ja, dann kommt der Dicke. Ups. Naja, es lebt nicht mehr. Das ist kein Fuchtelnder, das ist die Hauptsache. Wie gold die doch ist. Mit der Hose. Nur, mein Freund, ein Wal. Und das ist ein Säugetier, kein Fisch. Der kippt aber der nicht so schnell um. Oma Boss? Fliegt der massiv wieder runter. Moment, Oma. Was? So. Oma wird dir fehlen, wenn er tot ist. Da ist Oma. Auf einmal fliegt er so weg. Aber es kam nichts Fuchtelndes an. Sehr schön. So, hier unten kann ich mich auch noch daran erinnern, dass wir mit ihm hier soweit schon mal waren. Was fuchteln das? Hallo, Rashan! Ich bin wegen meiner Route hier! Moment, er hat irgendwas Lustiges noch gesagt, das weiß ich noch. War das jetzt hier oder erst später? Ich habe 300 Köder. Und jeder hat seine eigene Geschichte. Möchtest du sie hören? Nein. Dein Pech. Och nö.
Er hat seinen blöden Namen draufgeschrieben. Ich bring ihn um. Ja, ich glaube, das ist auch nötig. Ich habe alles, was ich brauche. Bring mich zu meinem Angelplatz. Die Fische rufen mich schon. Das mit dem auch Növers suchen. Ist eh nichts drin. Doch, 5 Dollar. Oh. Angelplatz. Müssen wir ihn dabei verteidigen, währenddessen 500 Fuchten ankommen. Damals hatten wir das bei Nacht gemacht, ne? Auch blöde Idee, oder? Aber irgendwie meine ich, war das bei Nacht. Wie war das letztes mit auf die Beine hauen? Oma, geht's noch ganz schön gut. Oh, jetzt liegen wir ins Fall, ist aber nicht gut. Hoi. Oma brennt an. Ihr Monster seid keine Weg dafür. Oma Boss. Tim doch auch irgendwie lustig, auch wenn er nervt. Das muss man ihm lassen. Oma kann jetzt beruhigt weitergehen. Er sagt selbst immer Oma, das habe ich schon so oft gesagt, aber das ist nicht eine tolle Erfahrung für dich. Es reicht, Mott. Ich wollte dich ja in Fischen bezahlen, aber als wir im Pfandhaus waren, habe ich das hier gesehen und mir gedacht, das wäre dir vielleicht lieber. Wenn du doch lieber Fische willst, musst du warten, bis ich welche fange. Die kennen wir schon. Okay. Leb wohl, mein Freund. Und möge der Fisch mit dir sein. Für immer. Der ist so schräg. War das hier mit Epicalibur? Ich meine, jetzt wird es nicht mehr drinstecken, weil wir das Ding schon haben. Aber war das hier? Ich glaube, ja. Ich weiß, ich habe dazu selbst ein Video gemacht, aber es ist schon länger her. War das der Stein da? Ich glaube, ja. Ich gehe da jetzt hin. Nee, ich schwimme hin. Entschuldigung, hab gelogen. Gab's in dem Spiel böse Fischis? In Dishonored gab's böse Fischis. Und in Tomb Raider. Ich sehe den Stein gar nicht mehr. Hä? Ach da. Was, wir können noch höher? Okay. Das war doch der Fundort für Epicalibur. Wegen der Nostalgie schwimmen wir da jetzt nochmal hin. Hier steckt es drin, oder? Naja, hier ist gerade nichts, aber wird schon was drin gewesen sein. Boah, das sieht cool aus. Ich würde jetzt gerne mal auf die Uhr gucken. Ich kann zwar hingucken, aber ich sehe die Uhrzeit nicht bei den Bewegungen. Sieht seltsam aus, da unten die Algen, so wie die beleuchtet sind. Aber die Sonne steht schon etwas tief, insofern wissen wir ja, dass es bald Nacht ist. Aber immerhin haben wir das jetzt mit Oma auch geschafft. Der Fischen der Oma. Ist das schön hier. Auch schön, wie man einfach beim aus dem Wasser klettern dann noch verschwommene Sicht hat. Schöne Details. 41, wieder 82 möglich. Ich glaube, ich mache das lieber mal in der Pause. Also als nächstes habe ich das Gefängnis nochmal vor. Aber das mache ich nicht mehr diese Folge, weil die Aufnahmesession hier, die ist nicht mehr allzu lang. Und wer weiß, wenn das Gefängnis länger dauert und da drin vielleicht doch kein Spielfortschritt gespeichert wird, dann haben wir ein klitzekleines Problem. Insofern werde ich das mit dem Medkits herstellen dann in der Pause machen, zwischen dieser und der nächsten Folge. Geht ja ganz schnell, aber muss ich jetzt nicht im Video machen und ist ja bloß das Herstellen. Ich bin zwar kein großer Freund von Vorbereitungen oder Rausschneidung. Rausschneidung mache ich nicht, ansonsten würde ich jetzt hier in dem Video herumschnibbeln. Ich mache es dann einfach zwischen den Aufnahmesessionen, haben wir ganz viele Medkits. Ich spreche es dann zu Beginn der Folge nochmal an und wisst ihr Bescheid dann.
Aber ein Medkits wird es jetzt nicht mehr scheitern. Wir haben eine starke Schrotflinte. Die Schalldämpferpistole wäre noch ganz cool, aber dafür müssten wir noch Requirierungspakete suchen, finden. Na, auch so. Am besten Fall es finden, bevor wir suchen. Das Problem ist, ich habe keinen Bock im Internet nachzugucken. Wenn, dann will ich die einfach finden. Ich habe keinen Bock im Internet nachzugucken, nicht weil ich faul bin, sondern einfach weil ich das durch das Spielen herausfinden will. Ansonsten kann ich ja komplett nach einer Anleitung spielen. Das ist langweilig. Mache ich nicht. Auch wenn es so eine Kleinigkeit ist. Aber ich habe mal in der Zwischenzeit nach Dying Light Hellraid geguckt, wie das andere gespielt haben. Also generell gibt es auch im englischsprachigen Raum recht wenige, die das auf Albtraum gemacht haben. Also auf Anhieb habe ich da sehr wenig gefunden. Mit etwas genauer suchen dann schon mehr, aber bei dem einen bin ich mir nicht ganz sicher. Vielleicht hatte der einfach seine Legendenstufe schon so weit oben. Er hat auf jeden Fall auf Albtraum sofort geheilt. Medkit reingepfiffen und das Medkit war sofort voll wirksam. Sonst halt sie immer so punktuell. Stück für Stück hoch über die Zeit. Das war bei dem gar nicht der Fall. Ich hätte da einfach gecheatet, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das durch Legenden-Kram ist. Das Problem ist, es gibt nicht viele, die das kommentiert haben. Also deutschsprachig habe ich da noch gar keinen gefunden, der das auf Albtraum allen Frauen geschafft hat. Ich werde da nochmal genauer gucken, aber ich habe es mir eben auch auf einem leichten Schwierigkeitsgrad angeschaut und Mann, ey. Das ist echt traurig, wie schnell das geht, aber dann nimmt einer ein Medkit und schon wieder auf maximale Gesundheit und überhaupt, die Viecher halten alle viel weniger aus, teilen weniger Schaden aus. Das ist, wenn man selbst das auf Albtraum kennt oder gespielt hat, einfach nur, naja, zum Teil langweilig, zum anderen Teil auch ganz schön erschreckend, wie einfach das gehen kann. Aber ich habe echt nicht viele gefunden, die das auf Albtraum gespielt haben. Tut sich keiner an, sowas. Finde ich aber schade. Mal gucken, ob ich noch jemanden finde, der da Deutsch spricht und der auch halbwegs sympathisch ist. Das wird schwierig. Nach meiner ersten Suche. Hier ist Ende Gelände, ne? Kartenende. Deswegen geht's da nicht rüber. Schwimmt hier ein Fischi oder was? Wir haben hier aus dem Wasser noch ein Katastrophenhilfepaket. Nein, wir gehen jetzt nicht durch so ein Rohr in die Altstadt und auch nicht in das Umland von Harran. Oma fischt jetzt. Gucken, ob der jetzt wirklich dauerhaft da hinten bleibt und herumfischt. Oder ob der nochmal zurückkommt. Sorge sind das eigentlich? Die der Regierung? Oh Mann, damit überleben wir die nächsten. Jetzt haben wir die Pakete hier gar nicht abgegeben. Vielen Dank. Doch, er sagt vielen Dank. Ungefähr ein Vierteljahr haben wir von der Legendenstufe wieder. Ich guck nochmal kurz nach, ob er was Schönes hat. Der Baseballschläger immer noch. Nur fast ein Tausender. Könnten wir noch rückkaufen? Nee, ist schon zu lange her. Gut, was bräuchten wir denn noch so als Vorbereitung für Gefängnisüberfall? Also Munition sowieso, aber jetzt ist er wieder da. Ich bitte Sie, nur einen Moment Ihrer Zeit. Sie werden es nicht bereuen. Dreiviertelstunde, nee, Sie nee, nee. Klingen wie ein Verkäufer. Das wird nix. Das geht nur schief bei Nacht. Dann würde ich immer mal sagen, weil wir das jetzt machen können. Ich will es einfach abgeschlossen haben. Ich will es auch einfach mal geschafft haben. Gehe ich jetzt pennen und wir machen das beim nächsten Tagesanbruch wieder. Ausnahmsweise, ich bin kein Freund, kein großer Freund davon mittlerweile, von die Nächte überspringen, aber jetzt sind wir bis zur Nacht geschlafen, jetzt bis zum Tagesanbruch. Aber wir machen es jetzt mal so.
Du wirst nirgends etwas Besseres finden. Einfach mal eine Stunde, beziehungsweise in Summe 11 Stunden gepennt. Wer viele Zombies schnetzelt, der muss halt auch pennen. Viel. Das sieht aber düster aus. Na gut, ist auch gerade. Ist auch gerade erst frischer Sonnenaufgang. Boah, sieht das wieder schön aus. Moment. Es kommt gleich wieder Fuchteln dann, Achtung. Dies ist eine Angelegenheit von äußerster Dringlichkeit. Wären Sie interessiert? Es wird sich für Sie lohnen, materiell und immateriell. Das versichere ich Ihnen. Mit Bäumchen auch noch im Bild. Das wird vielleicht das Thumbnail zu der Folge sein. Dann steht da drin sowas wie, also beim Videotitel, Oma geschafft und auch noch vielleicht eben Farouk. Das wäre schön. Also ranhalten jetzt. Einverstanden. Dann mal los. Oh, der quasselt jetzt wieder so lange. Sie werden es nicht bereuen. Naja, renn gleich los, cool. Wahrscheinlich hat er gequasselt, als wir gerade wieder im Turm waren. 97 Metallteile. Vielleicht wird das ja diese Folge noch. Hier kommt mein Verkaufsargument. Wir sollten zusehen, dass er hier nicht so viel Leben verliert. Bei diesen einfachen Viechern. Komm da rein. Und da unten ist wieder was. Was Fruchtendes. Ich glaube, da kommt noch eins, ja. Oh, 3, 4! Farouk bekommt ganz schön viel Schaden und wir haben nicht mehr viel Waffenhaltbarkeit. Das geht sowas von schief. Der sitzt fast tot. Das wird nichts mehr. Oh, ein anhänglicher Kunde. Der lebt ja noch. Jetzt ist er tot. Wir auch. Fast. Biege machen. Das hat ja wunderbar geklappt, ey. Oh Mann. Die Waffe kann ich dann auch gleich abgeben. Ich versuche die mal zu verkaufen. Ah, der ist schon wieder da. Cool. Aber ich will jetzt mal gucken, wie viel wir für diese Waffe bekommen würden, wenn wir sie verkaufen. Mann, es ist dunkel hier. Verkaufen. Hackmesser. Ist das modifiziert? 3 Punkte noch dahinter war Hackmesser. Nee, das hier hat eine Mod dran. Immer noch. Boah, das lohnt sich ja gar nicht, die Dinger zu verkaufen. Du wirst nirgends etwas Besseres zu zerlegen. Gut. Dann nehme ich dich jetzt wieder mit rüber. Das Bastardschwert haben wir jetzt noch bekommen. Und 3 Fackeln. Aus der Kiste? Weil da haben wir auch Fackeln rausgenommen, ne? Mit dem Katastrophenpaket. Aber warum haben wir die jetzt? Die hätten wir doch einen Erfahrungspunkt umwandeln können. Du wirst nirgends etwas Besseres finden. Selbst das einfache Ding bringt 1700. Also wenn man Metallteile... Wenn man Metallteile... Ich renne immer erstmal nach rechts, wenn ich hier nach links will. Wenn ich raus will. Wenn man erstmal Metallteile... in nicht großer Stück zerfanden hat, sollte man die erstmal zerlegen, die Waffen. Aber später lohnt es sich dann doch, die eher zu verkaufen. Oh nein, ich stirb der jetzt schon. Nein, nicht ballern. Ob der dann noch weniger Leben hat, wenn wir die Mission starten? Also auf einer Ebene mit den Kämpfen gefällt mir gar nicht. Der ist schon wieder umgefallen. Dann brauchen wir hier gar nicht erstmal weitermachen. Erstmal gar nicht weitermachen, so klingt's besser. An der Panzersperre hängen geblieben.
Dann gehen wir jetzt zweimal pennen, einmal bis zur Nacht und dann einmal bis zum Tag und gucken, ob der Faruk wieder da ist. Hast du wieder tolle Sachen? Oh, Totenkopfmachete! Orange. Wilde Machete. Hat aber nicht so viel Schaden. Du findest ihn ganz Haran. Keine Reparaturen 5 muss ich mir holen. Ich meine, wir haben das Geld, ja. So. Eine orange Machete. Ist schon geil. Hey, ich bin gar nicht nach rechts abgebogen. Nicht schlecht. Dies ist eine Angelegenheit von äußerster Dringlichkeit. Quatschst du jetzt? Muss ich erst wieder reingehen? Es wird sich für Sie lohnen, materiell und immateriell. Das versichere ich Ihnen. Sie klingen wie ein Verkäufer. Der quatscht jetzt eh. Ich darf bloß nicht aufs Holzdach springen. Am Ende kracht das rein. Dann kommen die ganzen Fuchtenden wieder an. So langsam könnten wir mal wieder ein paar Dietriche herstellen. Yeah. Eine Waffe für die Distanz, um die Gegner auf Distanz zu halten, ist erstmal schön, auch wenn es ein Schwert war mit. Einverstanden. In zwei Dann Händen mal los. Bedienen. Wir hätten die Waffe mal sauber machen können, wobei das ist ein schönes Rot. Wurde hier wieder aufgefüllt? Sehr schön. Jetzt ist hier ja gar nichts. Wird schon genug Möglichkeit geben, um den Faruk zu verlieren. Hat jemand Scheiße gerufen? Der Faruk würde hier eh mitmachen, insofern. Jetzt rennt er weiter. Na, wir müssen uns auf ihn konzentrieren. Sonst dürfen wir wieder pennen gehen. Hey, wo kommt die denn her? Zum Geschäftsabschluss. Keine Ausdauer, deswegen geht Ram nicht. Oh, der geht hinter halt. Super. Keine Ausdauer mehr. Oh. Aufgespießt. Boah. Wir hier aber auch ins Straucheln kommen, weil wir hier auf dem Boden kämpfen müssen. Wie es blutet? Waren wir das? Offenbar ja. Auf, dann mach ich dir die Finger ab. Jetzt will er schon oben sein Zeug ablegen. Mach das, dann haben wir hier noch. Dann kriegt er keinen Schaden, wenn er da oben herumkämpft. Au. Wir haben eh genug mit Kids. Warte, wir schaffen das jetzt mal. Alle drei ins Straucheln gebracht. Also zwei sind umgefallen, aber das eine ist auch zur Seite. Ich wollte eigentlich ausweichen, deswegen meine Hüpfbewegung an der Stelle. Hast du deinen Kram oben abgegeben? Später, hat er gerade gesagt. Schnurr. Der muss jetzt noch. Der will unbedingt das wieder zugucken. Kann er knicken. Na komm. Wieder diese leisen Lüfter. Müssen wir da wirklich komplett zugucken? Komm, mach jetzt. Und weiter geht's. Moment. Der sagt oben raus. Ist jetzt wieder zurückgegangen? Ja.
Danke, dass du uns gerettet hast. Mist. Zerstörer ist aber gut. Ist jetzt wieder zurückgegangen oder schon wieder runter? Ich sollte ihm vielleicht doch zugucken. Hallo? Wo ist denn der Weg, den er sonst immer geht? Den finde ich gerade nicht. Welchen Weg geht er immer, wenn es weitergeht? Der ist doch irgendwo eine Kurve, wo man auch die Viecher dann runtertreten kann. Nee, das ist ein falsch. Scheiße. Mist. Nach oben wird er nicht gegangen sein. Ich glaube, das hier ist richtig. Und dann... Nee, da ist eine Barriere, da geht's da bestimmt nicht lang. Aber das hier kommt mir gerade auch nicht wirklich bekannt vor. Mist! Oh Mann, hier ist wieder falsch, weil ich Stachelkram. Hier ist das die Kurve. Könnte hier vorne sein. Ja. Hier kämpft er nicht. Wir haben ihn auch gerade nicht auf der rechten Seite. Womöglich ist er jetzt einfach zurückgegangen, weil wir uns verloren haben. Ungünstig. Wird schwieriger als gedacht oder gehofft. Mit ihm. Dies ist eine Angelegenheit von äußerster Dringlichkeit. Müssen wir es von vorne machen? Wer Sie interessiert, es wird sich für Sie lohnen, materiell und immateriell. Das versichere ich Ihnen. Sie klingen wie ein Verkäufer. Und Sie liegen richtig. Faruk Korkmaz, Serb-Reinigungsprodukte und Dienstleistungen. Wenn Sie einverstanden sind, würde ich Ihnen gerne ein einmaliges Angebot machen. Ich habe nicht vor, irgendwas zu kaufen. Natürlich nicht. Und ich habe auch nicht vor, Ihnen etwas zu verkaufen. Nur eine Sache. Eine Idee. Sie helfen mir. So, so. Ich bin nur noch 3 Geschäftsabschlüsse davon entfernt, Handelsvertreter des Jahres zu werden. Aber natürlich nur, wenn das Jahr wegen der Zombie-Apokalypse früher als gewöhnlich endet. Aber das tut es ja. Ich bin ziemlich beschäftigt. Sind wir das nicht alle? Ich zähle auf Sie, denn die Verträge sind bereits abgeschlossen. Ich muss lediglich 3 Flaschen Serb-Fleckenentferner verkaufen, damit ich die Geschäfte als abgeschlossen verbuchen kann. Und der Titel gehört mir. Gut, aber... Aber was springt dabei für Sie raus? Ruhm? Was noch? Reichtum? Und natürlich die Serb-Garantie, dass Sie sich danach erfüllt und zufrieden fühlen werden. Ich muss was annehmen. Ist es wegen des Flüchters? Ja, deswegen können wir bloß einen herstellen. Einverstanden. 94 Medkits. Sie werden es nicht bereuen. Harte Zeiten für unsere Branche. Okay, jetzt bleibe ich an ihm dran. Oder gefressen werden. Man muss sich durchbeißen. Mein Motto: Totgesagte leben länger. Warten hier welche? Nein, na doch. Etwas. Keine Rückgabe! Komm, steh auf. Genau, da solltest du rein. Ich wollte jetzt nicht unseren Schuh abnutzen, wobei getreten haben wir ihn so oder so. Hier ist noch sauber, hä? Ja, gut. Haben wir vorgearbeitet. Dann hat er jetzt wieder maximale Gesundheit. Ist auch nicht schlecht. Ihre Lieferung von Serb. Piu. Wenn er jetzt hochgegangen wäre und fuchtelnd angekommen wäre. Ihre Rechnung kommt.
komm später. Wir müssen den Ball zum ersten Mal reparieren. Der ist auch noch ganz rot. Und weiter geht's. Ach, hier sind wir immer runter, okay. Total unbewusst gespielt, wie der hier auch runterrennt. Und dann Treppe, okay. Merke ich mir für den Fall der Fälle, dass wir hier nochmal hin müssen. Dann können wir ihm hier vielleicht den Weg abschneiden oder ihn auf diesem Weg wiederfinden. Dann durch diese Falle hindurch und dann sind wir an der Kurve. Achtung, die Kurve! Ich darf keinen Schaden bekommen. So wenig Schaden wie möglich. Ist damit jetzt auch nicht ein, ich komme hier einfach jetzt durch mit ihm. Wir treffen uns später im Büro. Was? Kommt sie noch an? Haben wir hier was zu tun? So. Ich lasse ihn nicht aus dem Augen, habe ich gesagt. Jetzt hab mich doch wieder ein. Alles für den Alkohol und alles für den Kaffee. Ich wette, die sind auf der Suche nach Antizin. Hoffentlich finden sie welches. Die Flasche ist vor der Tür. Ich sollte auch vielleicht Nachbestelloption gibt es leise schießen. Zwei weitere Flaschen. Ein fleckenfreies Leben für sie. Jetzt kommen vielleicht wieder erst recht Fruchtende an. Vielleicht kommt die immer an. Wir sollten los. Zwei plus einer gerade eben. Sonst anders an. Was? Gerade eben von der Heilsarmee? Als wir das zum letzten Mal probiert haben mit... Oh, bin ich angekommen. Hab mich zumindest nicht festgehalten mit... Ja. Jetzt nehme ich doch wieder ein, aber das ist gerade ganz gut machbar. Als wir das letzte Mal den Schießwütigen umgehauen haben, da habe ich ja auch geschossen, dann kamen wohl die Fuchtenden an. Dann darf er aber auch nicht schießen. Wenn er schießt, dann ist er auch wieder Lärm, dann kommen die Fuchtenden auch wieder eher an. Das Geräusch, das wir gerade gehört haben, im Zusammenspiel mit, wir haben unseren selbstgesetzten Wegpunkt erreicht, das hatten wir auch schon. Da hatte ich mich ja mal gefragt, hä, warum jetzt dieses Geräusch? Diese weiße Lichtsäule, die in den Himmel führt. Gucken, ob ich es jetzt schaffe, hier oben lang zu laufen. Wenn er uns nicht schubst. Jawohl. Ist ja auch nicht so schwierig. Er ist nicht so waghalsig. Bevor er schießt, sollten wir ihn umbringen. Ich werde in den Arsch. Na, jetzt hat er geschossen. Nicht uns erschießen, du Blödmann. Hoi, rotes Fass. Wurfsterne. Ihre Lieferung von Serb. Hat ganz schön viel ausgehalten. Mehr ist so ein Nachtschwärmer. Nee, praktisch genauso viel. So, jetzt noch zurück und Feierabend. Drei Lieferungen hast du gemacht. Ich soll das Ding mitnehmen, das bringt ja mein Geld. Ich meine, wir brauchen es. Wie eigentlich immer sind wir in Spielen dann irgendwann der reichste Mann. Oder Frau. Er darf sogar hier rein. Danke Ihnen. Sie sind nun ein Ehrenangestellter bei Serb, Reinigungsprodukte und Dienstleistungen. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Hier, Ihr Honorar. Ach ja. Halten Sie sich von meinen Kunden fern. Wenn Sie mich hintergehen, muss ich Sie leider erschießen. Auf Wiedersehen. Das denkst du. Aber gut, dann haben wir es auch mal geschafft. Aber es war ja gar nicht so schwierig. Gleich mal angucken. Die dürften wir noch nicht haben. Die Feuerspeiermod. Schraubenschlüssel, kleiner Hammer. Sehr einfache Sachen. Wucht 1, Feuer 2. Das Ganze sollte einen etwas poetischeren Namen haben als wird an der Nahkampfwaffe angebracht und schleudert Feuer ins Gesicht des Gegners. Cool. Eine Spitzhacke hatten wir vor kurzem noch und eine Brechstange auch. Baseballschläger, eher Cricketschläger. Schlagstock, Einhandaxt. Na, probieren wir jetzt nicht aus. Aber schön, dass wir die auch haben. Schön, Oma und
Faruk, abgeschlossen. Ich will das Fuchtende. Fuchtelndes. Boah, wie es stinkt. Oh, jetzt kommt ihr aber viel hoch. Kommt das auch an, ey. Die ganze Zeit wartet's und dann kommt's an. Die greifen da gleich zusammen an. Kommt jetzt noch ein drittes an? Na komm, rennen auf uns zu. Boah. Schon wieder nur 117 neben. Der war schon immer so schief, oder? Der ist jetzt nicht erst so schief geworden mit dem Draufliegen, oder? Oder? Nein, hier kommt niemand hoch. Ich komme wirklich nicht hoch. Wenn wir Lara Croft, dann würden wir ganz nach oben gehen und dann von oben die bringen sich selbst um. Würden wir von oben jemanden hier anhängen. Erstmal schön Genick brechen. Und dann an die Laterne baumeln lassen. Au. Au. Ja, Kackviecher, ey. Diese Kreuz hier oben. Hier dürft ihr sterben. War hier was zum Stacheln? Oh, ich hab's doch nach hinten gedrückt. Komm schon. Ich will dich da rein befördern. Oh, im Knie hängen geblieben. So umgehauen, nur weil sie da drauf geflogen ist. Wäre ja irgendwie schon sonderbar. Aber auch irgendwie cool, wenn das Spiel so mit den Interaktionen umgehen würde. Ich sehe nichts, ich will was mampfen. Muss doch erstmal aufs MHD gucken, bevor ich es in den Mund stecke. MHD über alles. Mindesthaltbarkeitsdatum. Immer wieder schön, wenn Zeug dann trotzdem vorher schon schimmelt. Eine kleine Garantie sollte man nicht erwarten. Oh Gott, lautes Dach. Kann ja sein, dass die Packung nicht ganz so dicht war oder da irgendwie was Böses mit drin war. Trotzdem lustig. MHD und es fängt vorher an zu schimmeln. Wir haben auch schon Medkits, wenn hier haufenweise Regler rumliegen. Futtern wir noch etwas von der Wäscheleine. Schaukeln noch eine Runde. Das wäre cool, ein Spiel, wo man schaukeln könnte. Kennt ihr eins? Oh, ins Öl geplatscht. Nicht schön. Das ist die Faruk-Kurve. Aber den sind wir ja zum Glück jetzt auch irgendwie los. Hier ist bestimmt wieder ein gammlicher Dönerspieß. Und wieder was zum Mampfen. Aber die 200 Lebenspunkte bekommen wir diese Folge nicht mehr rein. Na gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal pennen. Zum sicherheitshalber speichern. Und dann könnten wir uns ja in der nächsten Folge mal ein Gefängnis, einen Ausbruch vornehmen. Also erst rein, dann wieder ausbrechen, weil wir müssen ja Zeug rausholen. Je schneller wir sind, umso bessere Beute gibt's. Ich glaube, ich will es einfach nur mal geschafft haben,
Aber bestenfalls können wir beides verbinden. Mal gucken. Na, ah ja, ist halt auch Faruk. Und wieder fast ein Tausender. Kaufen. Mull. Dankeschön. Du wirst nirgends etwas Besseres finden. Nehme ich auch noch. Und geschossen habe ich. Gut. Doch nicht? So oder so, egal. Na dann, mal gucken, ob es direkt gleich zu Beginn der nächsten Folge losgeht mit dem Gefängnis, mit der Gefängnisinsel. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.